meine Herzensangelegenheit, das ist das Rennen, das mich in den Sport gebracht hat, wo nach wie vor auch die meiste Motivation für mich drin steckt. Denn ein Sieg auf Hawaii ist einfach die Krone des Sports. Es geht nicht besser, wenn du das Ding abräumst, dann bist du einfach der King. Ich bin in dem Sinne, ja, Last Man Standing. Und das ist allerdings auch eine Situation, auf die ich mich ja schon länger einstellen konnte. Die Legacy, die halt die Generation vor uns mit Norman Stadler, Faisal Sultan, Thomas Hellriegel, die ja für uns auch den Weg geebnet haben, das Ganze auf dem Niveau zu betreiben, die für uns die große Inspiration war. Von daher sehe ich das Ganze eher als ein Privileg und trage diese Fahne damit stolz und versuche, ja, so lange wie es geht, eben auch das gut zu machen, weiter vorne reinzukommen. Und dann mache ich mir aber auf der anderen Seite überhaupt keine Sorgen, dass es keine Frage, dass die Jungs, die jetzt hochkommen, dann auch das dementsprechend weiterführen werden. Ja, 100%. Also ich sehe mich da schon circa 3 Jahre noch im Sport, definitiv.